Hand hoch, wer von euch hatte damals einen Nintendo DS? Und wer von euch spielt heute noch mit dem coolen Handheld? Auf dem DS erschienen über 3600 Spiele und viele davon gehören zu absoluten Hochkarätern. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich stelle euch in diesem Video absolute Hidden Gems vor, die auf dem Nintendo DS damals unter dem Radar geflogen sind. Und ich wette, dass ihr von einigen dieser Hidden Gems noch nie was gehört habt. Lasst uns loslegen. In Tao's Adventure The Curse of the Demon Seal übernehmt ihr die Rolle des jungen Magiers Tao, der sein Dorf vor einem schrecklichen Fluch bewahren möchte. Uralte Monster haben alle Dorfbewohner in Stein verwandelt, darunter Tao's gesamte Familie. Um den Fluch zu brechen, benötigt er ein Ei von einem dieser schrecklichen Monster. Also bricht Tao in die Stadt Mondominio auf. Dort steht ein großer Turm, der von Monstern bewohnt ist. Taos Aufgabe ist klar, er muss den Turm besteigen, denn das benötigte Monsterei liegt ganz oben auf dem 40 Stockwerke großen Turm. Dabei muss sich Tao in traditioneller Dungeon-Crawler-Manier von Stockwerk zu Stockwerk kämpfen, Monster besiegen oder auch fangen und Zaubersprüche lernen, die er unterwegs findet. Leider ist die Handlung in Tao's Adventure für ein Rollenspiel recht dünn. Jedoch kann das Spiel mit liebenswerten Charakteren und deutschen Texten begeistern. Wer sich hier an den PS1-Klassiker Azure Dreams erinnert fühlt, liegt gar nicht so verkehrt, da beide Spiele von Konami entwickelt wurden und Tao's Adventure als spiritueller Nachfolger gehandelt wird. Da Tao ein Magier ist, wird in dem Spiel natürlich viel gezaubert. Dabei läuft alles über den Touchscreen des DS ab. Hier müssen Zaubersprüche in einem Kreis eingezeichnet werden, was recht gut funktioniert und dem Spiel einen gewissen Charme verleiht, ohne dabei die Hardware des DS aber komplett auszureizen. Mir hat das süchtig machende Dungeon Crawling damals ganz gut gefallen und auch grafisch fand ich das Spiel anno 2005 recht ansprechend. Toll finde ich übrigens auch den Soundtrack, der dieses klassische JRPG-Feeling aufkommen lässt. Die Musik gehört definitiv zu den Stärken des Spiels. Wer sich an der simplen Prämisse nicht stört und bereits Azure Dreams auf der PS1 mochte, wird hier sicherlich seine Freude dran haben. Soul Bubbles ist meiner Meinung nach eins der größten Hidden Gems auf dem Nintendo DS. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen als eins dieser DS Casual Games abgestempelt wurde und immer noch wird. Aber lasst mich euch sagen, dass Soul Bubbles ein geniales Geschicklichkeitsspiel ist, das nur so vor Ideen strotzt und die Möglichkeiten des Handhelds gekonnt ausnutzt. In Soul Bubbles spielt ihr einen Seelenhirten. Eure Aufgabe ist es, Seelen am Anfang des Levels in eine Blase zu packen und diese sicher ans Levelende zu führen. Dabei müsst ihr die Blase mit dem Stylus durch das Level pusten und diversen Hindernissen sowie Feinden aus dem Weg gehen. Und was hier so banal klingt, entpuppt sich in der Praxis als herausforderndes kleines Abenteuer, denn euch stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, die Seelen erfolgreich durch die 50 Level zu lotsen. Ihr könnt Blasen zeichnen, sie ausdünnen oder zerschneiden, um sie beispielsweise durch kleine Gänge zu pusten, aber auch Feinde und Hindernisse lassen sich wegschneiden. Die Level sind allesamt recht linear aufgebaut, werden jedoch anfangs komplett verdeckt und müssen von euch erst einmal erkundet werden. Wobei es auch diverse Sammler-Items wie Sternenstaub oder wertvolle Kürbisse gibt, mit denen sich neue Bereiche freischalten lassen. Dabei ist Soul Bubbles nicht das anspruchsvollste oder längste Spiel, weiß aber mit tollen spielerischen Mechaniken und einer schönen Präsentation zu begeistern. Ich kann mich kaum von dem DS trennen, wenn ich es spiele. Es ist ein Titel, der perfekt auf den Nintendo DS zugeschnitten ist und den ihr euch unbedingt einmal anschauen solltet, zudem das Geschicklichkeitsspiel wirklich nur ein paar Euro kostet. Thank you.
Bleiben wir mal bei den Spielen, von denen ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Dragblade ist ein genialer Mix aus 2D-Beat'em-up, RPG und Rhythmusspiel, wobei die Rollenspiel- und Rhythmusmechaniken recht überschaubar sind, aber dennoch perfekt ins Spiel integriert wurden. Das Ganze ist aufgebaut wie eine Art Anime-Versoftung, mit dem Unterschied, dass es hier keine Anime-Serie oder auch keinen Manga gab, auf denen das Spiel basiert. Ihr schlüpft in Dragblade in die Haut von 4 spielbaren Charakteren und wollt der beste Grappler werden, eine Art Sportler, denn Grappling steht in der Welt von Dragblade hoch im Kurs. Dabei treten die sogenannten Grappler in einer Arena in 2D-Kämpfen gegeneinander an. Durch ein sogenanntes G-Con, das man am Arm trägt, wird eine Waffe aus Materie erzeugt, mit der man dann austeilen kann. Spezialangriffe werden auf Knopfdruck ebenfalls getriggert und müssen im Takt ausgeführt werden, um den meisten Schaden zu generieren und bei den Fans Bonuspunkte zu erhalten. Und hier kommt die Rhythmusspielmechanik zum Tragen. Wie in einem Musikspiel werden die Schläge ausgeführt, wenn die Noten einen Bereich passieren, was in einer Combo ausartet. Zwischen den Arena-Kämpfen könnt ihr euch mit NPCs unterhalten, diverse Städte besuchen, shoppen gehen oder gegen Monster kämpfen, die sich in der freien Wildbahn aufhalten. Natürlich hat die Story noch mehr zu bieten als dieses reine "Ich will der beste Grappler der Welt werden", aber das sollt ihr selber herausfinden. Was die RPG-Mechaniken angeht, so beschränken sich diese auf das Erkunden der Städte und das Ausrüsten eures Charakters. In Shops können nämlich neue Kombos oder sogenannte Kugeln gekauft werden. Letztere gewähren euch diverse Angriffe und Buffs in den Kämpfen, was das Kampfsystem natürlich gekonnt auflockert. Dabei stehen euch so viele Kugeln zur Auswahl, dass man sich sein ganz eigenes Set an Angriffen und Verteidigungsmechanismen zusammenstellen kann, was die Kämpfe für jeden Spieler einzigartig macht. In Verbindung mit dem schönen 2D-Stil und der coolen Musik bietet Dragblade eine Spielerfahrung, wie ich sie kein zweites Mal erlebt habe. Der Mix aus Beat'em-up, RPG und Rhythmusspiel funktioniert erstaunlich gut und die Anime-inspirierte Geschichte unterhält bis zum Ende. Wer Dragblade noch nicht auf dem Schirm hatte, der sollte sich das Spiel unbedingt anschauen, zumal es so unbekannt ist, dass es noch für wenig Geld zu haben ist. In Japan gab es außerdem einen Nachfolger, der es aber nie in den Westen geschafft hat, schade eigentlich. Ninja Gaiden wird den meisten hier sicherlich ein Begriff sein, aber wer erinnert sich noch an Dragon Sword für den DS? Das Spiel erschien exklusiv für den Nintendo DS und zählt laut Team Ninja zur Ninja Gaiden Hauptreihe, was ich super interessant finde, da solche Handheld-Ableger ja gern als Spin-off abgetan werden. Zeitlich spielt Dragon Sword zwischen Ninja Gaiden 1 und 2. Man schlüpft in die Rolle von Ryu Hayabusa und kämpft gegen den Clan der Schwarzen Spinne, die es auf Ryus Freundin Momoji abgesehen haben, während man im Verlauf des etwa 7-stündigen Action-Titels auch die Geheimnisse hinter den mysteriösen dunklen Drachensteinen und ihrer Beziehung zur Drachenlinie aufdeckt, zu der ja auch unser Held Ryu gehört. Präsentiert wird die Handlung in Form von leicht animierten Comic-Sequenzen, die mir ganz gut gefallen haben, aber der Star des Spiels ist ganz klar die Steuerung. Dabei wird der Nintendo DS seitlich gehalten, wie etwa bei Spielen wie Hotel Dusk oder Dr. Kawajimas Gehirnjogging. Das Spielgeschehen findet dabei komplett auf dem rechten Touchscreen statt und die Charaktere sowie deren Angriffe werden nur über den Stylus gesteuert. Ähnlich wie Link in Phantom Hourglass oder Spirit Tracks bewegt sich Ryu selbstständig in die Richtung, in die man mit dem Stylus steppt. Tauchen Gegner auf, muss man kurz über die Gegner streichen, damit Ryu seine Attacken ausführt. Mit einer kurzen Wischgeste wird gesprungen. Nur das Blocken funktioniert über einen Knopfdruck, alles andere läuft über den Stylus und funktioniert in Ninja Gaiden Dragon Sword erstaunlich gut. Die Kämpfe sind herausfordernd und dynamisch und das Spiel fühlt sich durch und durch an wie ein Ninja Gaiden Spiel. Auch grafisch kann es begeistern, wobei die Charaktere als 3D-Modelle dargestellt werden und sich durch vorgerenderte Hintergründe bewegen, wie in den guten alten PS1-Tagen, aber der Stil steht Dragon Sword wirklich gut zu Gesicht und 2008 wurde der Action-Titel von der Presse durchaus gefeiert. Aber heute spricht irgendwie niemand mehr drüber, was schade ist, da wir es hier mit einem der besten Action-Spiele zu tun haben, die man als DS-Besitzer kaufen kann.
Okay, ich sehe euch schon die Augenbraue hochziehen und die Nase rümpfen. Aber ja, Dirt 2 ist auf dem DS ein echt gutes Rennspiel. Und ich geb's ja zu, ich hab's selbst nicht geglaubt und das Spiel lange Zeit links liegen gelassen, bis ich selbst in einem YouTube-Video darauf aufmerksam gemacht worden bin. Auf der Xbox 360 habe ich Dirt 2 geliebt. Es gehört zu meinen liebsten Rennspielen ever. Und da der DS nicht gerade für seine Rennspiele bekannt ist, abseits der ganzen Funracer natürlich, war ich nie wirklich interessiert an dem DS-Port von Dirt 2. Nun lege ich aber selber gerne Hand an und cruise ein paar Runden. Dabei sieht das Spiel grafisch nicht einmal sonderlich gut aus, dafür, dass es erst 2009 für das Handheld erschien. Aber den Entwicklern ist etwas gelungen, was viele andere auf dem DS in diesem Genre nicht geschafft haben. Dirt 2 fühlt sich an wie ein großes Rennspiel im Hosentaschenformat. Es gibt dutzende Events, verschiedene Renntypen, diverse lizenzierte Autos und ein für DS-Verhältnisse sehr stimmiges Fahrverhalten. Sogar ein lizenzierter Soundtrack hat es ins Spiel geschafft, aber leider wiederholen sich die Tracks hier leider sehr schnell. Dennoch, wer Bock auf ein cooles Offroad- und Rallye-Rennspiel auf dem DS hat, das spielerisch wirklich gut umgesetzt wurde, der darf sich Dirt 2 gerne näher anschauen. Für mich zählt es neben Trackmania DS, Asphalt Urban GT und Race Driver Grid zu den besten Rennspielen auf dem System. Jetzt möchte ich euch mal ein Spiel mit einem richtig coolen Konzept vorstellen, das von einigen der besten Köpfe der Videospielindustrie entwickelt wurde. Hinter Away Shuffle Dungeon stehen nämlich Final Fantasy Schöpfer Hironobu Sakaguchi und Musiklegende Nobuo Uematsu. Ja, kein Scherz, das Action-RPG wurde von Mistwalker und Atun entwickelt. Beide Studios haben auch bei Blue Dragon für die Xbox 360 zusammengearbeitet und Atun hat auch Spiele wie Yoshi's Island DS entwickelt. Aber was genau ist nun Away Shuffle Dungeon? Das Ganze ist ein echt cooles kleines Action-RPG, das auch bei mir lange unter dem Radar flog. Ihr spielt Sword, einen jungen Mann, der in einem kleinen Dorf lebt, das eines Tages von einem seltsamen Phänomen heimgesucht wird. Das gesamte Dorf verschwindet plötzlich und es liegt nun an Sword, diverse Dungeons zu meistern, um die Dorfbewohner nach und nach ins Leben zurückzuholen. Na, wer fühlt sich jetzt auch an den SNES-Klassiker Soul Blazer erinnert? Der Clou ist, dass sich Teile der Dungeons ständig mischen. Dabei erstrecken sich die Areale in den Dungeons auf beide Bildschirme des DS und sind dauerhaft in Bewegung. Ein Alarm zeigt dabei an, welcher Teil des Dungeons dabei ist, sich zu verändern, und wenn ihr euch dann in diesem Teil befindet, der gemischt wird, verliert ihr Energie und müsst diesen Bereich neu beginnen. Es sind also gutes Reaktionsvermögen, schnelle Reflexe und Köpfchen bei Away Shuffle Dungeon gefragt, denn mit zunehmender Spielzeit werden die Dungeons komplexer, es wandern mehr Monster in den Räumen umher und Rätsel müssen auch gelöst werden. Damals wurde von der Presse bemängelt, dass sich das Spielprinzip schnell abnutzt, aber ich hab's vor kurzem erst ausgiebig gespielt und die Spielidee total gefeiert. Cool fand ich auch das Magiekonzept. Innerhalb der Dungeons schließen sich euch kleine Kreaturen an, von denen ihr jeweils 6 gleichzeitig mit euch führen könnt. Dabei weisen sie unterschiedliche Farben auf, die für unterschiedliche Attacken stehen. Rote Kreaturen schießen Feuerbälle, andere erzeugen einen Schutzschild um euch, andere wirken Eismagie und so weiter und so fort. Es hat in gewisser Weise etwas von Pikmin, zumindest etwas Kleines. Abgesehen von dem Mischaspekt innerhalb der Dungeons spielt sich Away wie ein kleiner Zelda-Klon. Ihr rennt durch die diversen Ebenen der Dungeons, schlagt euch in Echtzeit gegen Monster durch und löst Rätsel, während ihr im Vorbeirennen Truhen öffnet. Bosskämpfe gibt es natürlich auch. Wer also mal ein etwas anderes Action-RPG vom Final Fantasy-Vater spielen möchte, darf hier gerne zuschlagen. Zumal Away Shuffle Dungeon im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern nicht viel kostet. Als letztes möchte ich über Polarium sprechen, das für mich das Tetris des DS ist. Ich habe mir Polarium 2005 als einen der Launch-Titel gekauft und ich habe es geliebt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel gesteckt habe. Es war damals ein First-Party-Titel von Nintendo und ich finde es super schade, dass das Franchise nach dem Ausflug auf dem GBA fallen gelassen wurde. Warum? Polarium ist ein süchtig machendes Puzzlespiel, über das heutzutage gefühlt niemand mehr spricht.
Das Spielfeld besteht dabei aus weißen und schwarzen Kacheln. Ziel ist es, diese Kacheln mit dem Stylus umzudrehen, damit man gleichfarbige Linien bilden kann. Erzeugt man eine weiße oder schwarze Linie voller Kacheln, verschwindet diese. Dabei bietet Polarium zwei große unterschiedliche Spielmodi. Im ersten fallen einzelne Teile wie bei Tetris auf den unteren Bildschirm und müssen so schnell wie möglich ausradiert werden. Ist man nicht schnell genug, stapeln sich die Kachelteile aufeinander und erschweren so das Bilden von gleichfarbigen Linien. Erreichen die gestapelten Kachelstücke den oberen Rand des oberen Bildschirms, ist das Spiel vorbei. Eigentlich genauso wie bei Tetris. Der zweite Modus geht in eine andere Richtung. Hier werden Rätsel geboten, die man mit nur einem Zug lösen muss. Dabei geht es im Grunde ebenfalls darum, die Kacheln in gleichfarbige Linien zu bringen. Jedoch werden die Spielfelder, die man hier mit zunehmender Spielzeit serviert bekommt, immer komplexer. Schön ist, dass man in diesem Spielmodus keinen Zeitdruck hat und somit in Ruhe nachdenken kann. Aber ich sag euch, hier sind teilweise extreme Kopfnüsse dabei. Versemmelt man einen Zug und startet das Rätsel neu, wird der vorangegangene Zug als Tipp auf dem oberen Bildschirm angezeigt, was eine tolle Hilfestellung ist. Die Schwierigkeit liegt in diesem Modus darin, die Spielfelder mit nur einem Zug aufzulösen. Aber genau das macht den Reiz aus und ich versank wieder sehr schnell darin, als ich Gameplay für dieses Video aufgenommen habe. Hat man zwei DS-Systeme zur Hand, kann man Polarium auch gegeneinander spielen, was ebenfalls einen Heiden Spaß macht. Nun, zumindest war das damals so, keine Ahnung, ob das heute noch funktioniert. Jeder Fan von Knobelspielen sollte sich Polarium unbedingt einmal anschauen. Das Gameplay ist absolut genial umgesetzt und macht schnell süchtig. Zumal die Steuerung mit dem Stylus sehr gut umgesetzt wurde. Polarium ist wie Soul Bubbles ein Spiel, das so nur auf dem DS gespielt und erlebt werden kann. Absolute Kaufempfehlung. Und das waren sie, die Hidden Gems, die ich euch heute mitgebracht habe. Dabei sind 7 Spiele natürlich nur ein Bruchteil von dem, was auf dem Nintendo DS als Hidden Gem bezeichnet werden kann. Schreibt mir gerne eure Geheimtipps in die Kommentare und wenn das Video gut ankommt, steht einem zweiten Teil nichts im Wege. Haut daher in die Tasten und gebt dem Video gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich auf eure Hidden Gems und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.